Mindestens 43 Tote, das ist die blutige Bilanz des Angriffs auf ein Regierungsgebäude in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Bei einem Großteil der Toten handelt es sich um Mitarbeiter des Bauministeriums, so ein Sprecher am Dienstag. Außerdem seien drei der Angreifer erschossen worden, mindestens 10 Menschen wurden verletzt. Einer der Attentäter hatte sich in einem Auto vor dem Ministerium in die Luft gesprengt. Danach stürmten Angreifer die nahegelegene Behörde und nahmen Zivilisten als Geisel. Wir hörten die Explosion, ein furchteinflößendes Geräusch. Wir hatten Angst und haben uns davon gemacht. Die Menschen waren außer sich, alle rannten weg. Es folgte ein stundenlanges Feuergefecht mit dem Militär. Den Angaben zufolge konnten rund 350 Menschen aus dem Gebäude gerettet werden. In Afghanistan kommt es immer wieder zu Angriffen auf Regierungsbüros, zumeist von den radikal-islamischen Taliban. Zu der Tat vom Montag bekannte sich zunächst niemand.